Übrigens, am Brassberry Bahnhof hat man in letzter Zeit die Chance, ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Wie oft denn bitte noch? Da komme ich aber jetzt erstmal noch nicht hin. Also, zumindest jetzt bedingt, dass ich die Geschichte weiterspielen will, nicht. Puh, ist das hier rot. So. Oder? Doch. Licht, Kamera, Action. So. Okay. I'm ready. Gib dir das, Bela. Ich hab den Pflanzenorden. Das ging fix, hm? Tja, wenn es um Wolli geht, bin ich eben unschlagbar. Was ich damit meine? Das wirst du gleich sehen. Keine Angst, du packst das bestimmt auch. Du bist schließlich mein Rivale. Ja. Ganz bestimmt. Pokémon. Feuerteufel. Einmal nach oben. Oh, Spyro. Ja, lass mal loslegen, ne? Turfield-Stadion. Oh. Hey, ich bin's, Balduin. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Yeah, der erste Freundesball? Mega, ein besonderer Ball, der die Sympathie von gefangenen Pokémon sofort ansteigen lässt. Fängst du ein Pokémon mit einem Freundesball, ist es dir gegenüber sofort zutraulich. Schon faszinierend, was alles so in einem Pokéball steckt, oder? Definitiv. Ich glaube, sonst gab es ja aber nichts Großartiges irgendwie noch zu bewerkstelligen, oder? Nö. Ah, ein Arena-Challenger. Willkommen. Lass mich dir erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Das Ziel der Arena-Challenge besteht darin, die verschiedenen Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du in einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Alles klar. Möchtest du dich also an der Arena-Mission versuchen? Ja. Gut, dann solltest du zuerst mal in deine Uniform schlüpfen. Die ist bei Arena-Missionen Pflicht. Jawohl, Ma'am. Nun kann die Arena-Mission beginnen. Zeig, was du drauf hast. Ba, 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 da. Mega. Ba, 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 ba. Stimmt. Das war das. Da bin ich. Die Mission der Arena-Leiter von Turfield für Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockige Wolli zu dieser Heuballenwand zu treiben. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stuart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun denn, möge die Arena-Mission beginnen. Aye, aye, Sir. So. Und 20 von 20. Läuft richtig gut bei mir. Oh. Und los. Geradeaus, bevor das Wolli zurückkommt. 20 von 20. Und rechts steht schon noch ein Pokémon-Trainer, der kämpfen will. So, jetzt gibt's erstmal ein paar auf den Sack. Bababab. Arena-Trainer Rovan fordert dich heraus. Sieht so ein bisschen aus wie ein Nerd. Rovan hat Cortin. Ich bin zu stark für die Arena, Leute. Viel zu stark. Ich darf keine Pokémon-Trainer mehr.
herausfordern. Was für ein geiler Soundtrack. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, dass Gala so einen coolen Soundtrack hatte. Wirklich nicht. So, komm. Nein, nein! So. Ich kann... Ja, normal dürfte ich ihn nicht herausfordern, weil ich zu stark bin. Aber egal. Ich mach das jetzt einfach. Arena-Trainer Phil. Nosby. Level 16. Ich hoffe, Yaro hat noch stärkere Pokémon mit dabei. Wäre zumindest sehr nett. Tatsächlich. Miraplan wird eingesetzt als nächstes. Level 17. So. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal gerade an das Gewinnspiel, an mein 1000 Abonnenten Special erinnern, was immer noch am Laufen ist. Also, wenn ihr Bock habt, Pokémon Legenden ZA zu gewinnen und auch Pokémon Merch, original Pokémon Merch aus Japan, frisch importiert, dann nehmt bitte an meinem Gewinnspiel teil. Sind richtig coole Sachen mit dabei und wie gesagt, Pokémon Legenden ZA, sobald es veröffentlicht ist oder ein Datum dafür gibt, mache ich das auch fertig und wende mich an den Gewinner des Gewinnspiels. Und dann bekommt ihr, beziehungsweise einer von euch, das auch noch kostenfrei nach Hause geschickt. Nicht vergessen, 12. September, ab dann ist Schluss. So, komm. Lasst mich erst die Wolli hier reinholen. Warum rollt ihr jetzt hier zurück? Das geht aber nicht. Oh. Oh, Alina, wie siehst du aus? Geh schlafen, bitte. Eieiei, hast du Augenringe. Oh Gott. Sie steht bestimmt hier und macht eine Arena-Challenge nach dem anderen und denkt sich jedes Mal, oh, schon wieder die ganzen Volley zurückräumen. Also ich sehe ja manchmal schon ein bisschen müde aus, ne, in dem einen oder anderen Video, aber... Sag mir bitte Bescheid, wenn es so schlimm aussieht. Dann. Ich glaube, wenn es irgendwann so aussieht, dann höre ich auf. Aber noch geht's, finde ich eigentlich. Hm? Ja. Ist okay. Kann man machen. Arena-Trainer Alina. Ja, mit Augen zu geht's. Oh, du Arme. Leg dich ein bisschen hin, erhol dich mal. Oder lässt Yaro dich hier immer schuften. So, 18. Die anderen zwei habe ich verloren. Ah, jetzt aber. Komm. Von 20, Damen und Herren. Ich glaube, die Arena-Challenge ist beendet. Zumindest die Mission geschafft. So, liebe Leute. Doch, sieht noch alles gut aus. Noch sieht hier alles gut aus. Oh, oh, oh! Das 6. Pokémon. Jetzt kommt das Pokémon von Yuji. Pokémon Nummer 6 ist...
Oh mein Gott, ein Evoli. Oh mein Gott, wie süß ist das denn bitte? Ein Evoli. Oh, wie schön, danke sehr. Okay. Evoli. Wie nennen wir Evoli? Puh. Was habe ich denn für schöne Namen noch? Evoli, es ist ein männliches Evoli. Wie hießen denn die? Wie nennen wir es? Ich weiß es gerade nicht. Das Evoli. Gute Frage. Ich hab's gerade irgendwie Bock, Yuji zu nennen. Ich hab Bock, gerade das nach meinem Abonnenten Yuji zu benennen. Yuji. Doch, ich find's geil. Doch, muss sein. Gerade als Knackpunkt, weil eben wir jetzt hier diese süßen Evoli-Kids in diesen Evoli-Kostümen hatten. Muss es jetzt sein. Es muss jetzt Yuji heißen. So. Yuji, du wirst jetzt ein Evoli sein. So. Wunderbar. Oh, ich kann jetzt gerade nicht in die Dingsboxen gehen. So. Yeah! Oh mein Gott, wie süß. Okay. Let's do it. Jetzt fehlt nur noch ein Pikachu. Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Wie happy ich gerade über dieses Evoli bin. vielen Dank, wirklich. Coole Auswahl. So. Nun stehe ich meinem ersten Arenaleiter gegenüber, Yaro. Mein Arena-Stadion ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Daher gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Naja, deine Assistentin in deiner Arena-Challenge? Auch. Also habe ich mir eine besonders knifflige Arena-Mission überlegt, dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem, Hut ab. Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund mehr für mich, alle Register zu ziehen und meine Pokémon zu dynamaximieren. Das wird ein spannender Kampf. Oh ja, das wird er. Arenaleiter Yaro fordert dich heraus. Puttini! Bam. Dynamax. An bestimmten Stellen in der Galar-Region ist es für Pokémon möglich, gigantische Ausmaße anzunehmen. Dieses Phänomen nennt man Dynamaximierung. Berührst du das Dynamax-Symbol, das erscheint, wenn im Kampf das Dynamax-Band aufleuchtet, kannst du dein Pokémon Dynamaximieren. Die Dynamaximierung eines Pokémon hält nur 3 Runden lang. Ein Dynamaximiertes Pokémon kann mächtige Attacken einsetzen, die Dynamax-Attacken genannt werden. Diese Attacken lösen je nach Typ einen zusätzlichen Effekt aus. Wartet den richtigen Zeitpunkt für eine Dynamaximierung ab, um den Kampf für dich zu entscheiden. Okay. Lol. Los. Nitro-Ladung. Oh. Ei. Yuji, erreicht Level 6. Nein, braucht kein Sandwirbel zu erlernen. Mal gucken, was ich mit Yuji mache.
Kotomi wird als nächstes eingesetzt. Wir sind zäh und ausdauernd. Farmer sind nämlich nicht so leicht unterzukriegen. Kotomi. Er wird deiner maximieren. Ich auch. Let's go! Feuerteufel! Dynamax! Mega Auftritt! Komm schon, zeig, was du kannst! Zeit für Dynamax! Wir werden euch mitsamt euren Wurzeln auseinanderreißen. Na, das wollen wir mal sehen. Deiner Brand. Oh, es hat überlebt. Es hat überlebt. Sonnenlicht wird stärker. Sieh zu und staune. Hier kommt eine Dynamax-Attacke. Hast du meine noch nicht gesehen? Hm? Deiner Flora. Nein, mein Freund. Nicht mit mir. Zwei gigantische Pokémon stehen sich gegenüber. Ich hoffe so sehr, dass die Animationen wieder so werden, wie sie in Pokémon Schwert und Pokémon Schild sind. Oh mein Gott, Erfahrungspunkte erhalten. Yuji Level 10, Numera Level 16, Spyro Level 13. Wahnsinn. Okay, Yuji erreicht Level 10 und möchte Rock to Keep erlernen. Wir nehmen Heuler dafür raus. Wunderbar. Perfekt. Arenaleiter Yaro besiegt. Witzig, dass er keine Nase hat, oder? Ist euch das mal aufgefallen? So verweckt unsere ganzen Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Arena-Challenger. Du hast dich richtig in diesen Kampf reingekniet. Und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge einen Arena-Leiter besiegt. Um deine Leistung zu ehren, verleihe ich dir hiermit den Pflanzenorden. Mein erster Orden. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 25 fangen. 8 Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena-Challenge siegreich abschließen möchtest. Viel Erfolg dabei. Geh und zeig's den anderen Arena-Leitern. That's it! Das ist unser erster Orden. Meinen herzlichsten Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Arenaleiter Yaro, Bela. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Zauberblatt. Interessant. Okay. Du bekommst außerdem noch Yaros Uniform. Nur eine Nachbildung. Ich würde ja hoffen. Ich glaube nicht, dass er sie ausgezogen hat und mir jetzt übergeben hat. Dann wäre mir ein bisschen groß. Oh, da ist er ja. Nur zu deiner Information, Bela. Die Arena-Challenge sieht vor, dass du die Arenen in einer festen Reihenfolge abgrast. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arena-Leiterin von Kelton, auf dem Plan. Route 5 führt dich dorthin. Aber mit einem Pflanzenorden in der Tasche könnte es sich lohnen, vorher einen Abstecher in die Naturzone einzulegen. Da gibt es nämlich einige sehr starke Pokémon. Es ist zwar nicht gerade einfach, Pokémon zu fangen, deren Level höher ist als der deiner Team-Pokémon, doch der Aufwand lohnt sich. Definitiv lohnt sich das. Puh, der erste Arena-Orden, Leute.
Der erste Arena-Orden. Wahnsinn. So. Pokémon, wie sieht's hier eigentlich aus? Ist mein Team wieder hochgeheilt worden? Ja, es ist. Begib dich über Route 5 nach Kelten. Route 5 wird sehr wahrscheinlich den Weg hier lang gehen, oder? Oder? Ja. Aber vielleicht sollten wir zuvor erst nochmal nach Raspberry. Weil die reden die ganze Zeit davon, dass es hier irgendein legendäres Pokémon geben soll. Aber warum? Welches? Das ist halt jetzt eben die Frage. Am Bahnhof von Raspberry. Und wo? Wo zum Teufel? Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Ah, das sind schon die Inhalte für das DLC. Ah, sag das. Okay. Wir bitten alle Fahrgäste, die im Besitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Ja, da sind wir ja noch lange nicht. Da sind wir ja noch lange nicht, Leute. Wir sind jetzt erstmal noch hier, wir sind ja gerade frisch angefangen. Bis wir das DLC spielen, wird es noch eine Ecke dauern. Aber gut, ich ruhe mich jetzt hier ein bisschen in Raspberry aus und dann geht es weiter hier in Pokémon Schild, der Egglock, gemeinsam mit euch zusammen.